So, Freunde, und es geht weiter hier mit Damage Inc. Und zwar haben wir unsere erste Mission ja eben abgeschlossen und wir haben ein Flugzeug freigespielt. Das heißt, wir haben die A5M4 Claude. Die Claude war ein einfacher Flugzeugträger, der Jagdflieger mit offenem Cockpit und die Vorgängerin der berühmten A6M2. Also Waffenpanzerung eher mäßig, Tempo auch nicht so gut, aber dafür super beweglich. Mit einem, ja, das ist wohl ein japanisches Flugzeug. Auf jeden Fall haben wir da die rote Sonne drauf. Reaper Leader, we are under Und wir attack. gucken noch mal. We've got sightings of Jap planes and reports of bombing attacks from all over the island. The Japs have launched a surprise attack and they're hitting us with everything they've got. Get your plane in the air and do whatever you can to protect Pearl Harbor. Good luck, pilot. God help us all. So, ich schau mal gerade auf die Orden. Sieht nicht gut aus. So, also, die nächste Mission nennt sich Tag der Schande. Und zwar müssen wir eine Luftverteidigung durchführen. Empfohlener Flugzeugtyp Jagdflieger. Bonusziel unvollständig. Reaper Leader, wir werden angegriffen. Wir haben japanische Flugzeuge gesichtet und Meldungen von Bombenangriffen auf der gesamten Insel erhalten. Das heißt, der Angriff der Japaner hat gestartet. Die Japse haben einen Überraschungsangriff gestartet und greifen uns mit allen an, was sie haben. Schwingen Sie sich in Ihr Flugzeug und tun Sie alles, was Sie tun können, um Pearl Harbor zu beschützen. Viel Glück, Pilot. Möge Gott uns schützen. Also, das heißt, es geht ins Flugzeug. Und dann wollen wir mal ein paar Japsen abschießen. So, wir haben hier ein Flugzeug nur zur Auswahl. Wie es aussieht, jawohl. Und zwar den wir eben auch schon hatten. So. Wer sich mehr über das Thema Pearl Harbor interessiert, der kann auch den Kinofilm angucken, Pearl Harbor. Beziehungsweise der lief schon vor längerer Zeit. Sollte mittlerweile günstig zu haben sein. Der ist wirklich empfehlenswert. Und wir starten die Mission. So, da sehen wir die Japaner, die Invasion, die an Pearl Harbor ranfliegt und jetzt fliegen gleich die Bomben. Also, die Flak ist auch unterwegs. Aber es gibt enorme Verluste auf der amerikanischen Seite. Alles klar, machen wir. Und los geht's. Volle Geschwindigkeit. Und wir ziehen die Karre hoch hier. So, also wir dürfen hier jetzt ein paar Zeros abschießen, das sind die Flugzeuge der Japaner. Ein gelber Rahmen zeigt das primäre Ziel an. So, die roten sind die Flugzeuge, die wir abschießen müssen. Boah, das ist gar nicht so einfach. Boah, na klar. Und die blauen, das sind unsere Verbündeten, da müssen wir aufpassen. So, wo fliegen wir denn mal hin? Na komm. Ah. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich da in der Steuerung noch nicht so richtig eingefunden. So. Jetzt müssen wir uns mal an irgendeinen ranklemmen. Aber die sind so wendig. Das ist da echt schwer zu folgen. So, komm schon. Na komm. Jawohl, da haben wir ihn. Und dann gleich zum nächsten. Oh, schade. Das war aber sauknapp. Der hat uns fast mitgenommen. Na komm. Na komm. Flieg schon in die Schüsse rein. Also, die Flugzeuge haben hier so einen kleinen Punkt vor sich herfliegen. Das ist wohl der Punkt, den man treffen muss. Jawohl, so ist es. Und den hat es auch zerlegt.
Müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht in die Wrackteile reinfliegen. So, und ab geht's zum nächsten. Ach, jawohl, den haben wir auch. Sehr gut, das heißt, die Hälfte der Warhawks haben wir jetzt ungefähr abgeschossen. Das sieht doch ganz gut aus. Warhawks beschützen, also das, die Hälfte der Zeros. Natürlich. Und auch den haben wir. Ah, blöder Japse ist da noch gerade rausgesprungen. So, den haben wir leider nicht erwischt. Aber wir suchen uns hier gleich mal den nächsten raus. Und der Nebel macht es nicht gerade einfacher. Na komm. Ach, gibt's doch gar nicht. Dass wir den nicht erwischt haben. Gut. Also nochmal drehen und hinterher. Jawohl, da haben wir ihn. Wow, aufpassen. Und ab zum nächsten. Ach, verdammt. Na komm, und runter. Nee, den haben wir wieder nicht. Aber jetzt vielleicht. Oh, der dampft schon ordentlich. Das sollte doch jetzt reichen. Jawohl, so ist es. Und der ist auch weg. Und ab zum nächsten. Immer mit dem Pfeil hier, der rechts ist. Der zeigt uns dann den Weg, wo der nächste ist. Und der ist auch platt. Und weiter. Ah, der ist gerade hier unten. Das heißt, wir müssen hier einmal kurz noch hochziehen. Dann können wir ihn vielleicht vor uns haben. Jawohl. Ah, verdammt. Na komm, wo bist du? Hier mal ein bisschen Looping fliegen. Oh. Aber nicht zu extrem. Wir wollen hier nicht abschmieren. Na komm. Ach, blödes Viech. Sieht schon zu, dass du hier mir ins Ziel reinfliegst. So, jetzt können wir hier vielleicht eine Chance haben. Jawohl, da haben wir ihn. Ah. Aber das sind die mit dem Gelben sind erstmal wichtiger. Die mit dem gelben Rand rum. Na komm schon. Ach komm, das muss doch gereicht haben. Jetzt aber. So, jetzt muss ich mich mal orientieren, wo ist der Himmel und wo ist der Boden. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder ein bisschen auf Kurs kommen. Alter. Nee, den kriegen wir so nicht. Da müssen wir nochmal ein bisschen drehen. Da, jetzt haben wir ihn. Perfekt. Und jetzt kommt schon. Jawohl, da ist er platt. Und da ist gleich der nächste. Kriegen wir den auch noch? Jawohl. Und hier haben wir gleich wieder einen. Na komm. Der ist schon ordentlich am Dampfen und das sollte es doch gewesen sein für ihn. Nee. Aber jetzt komm. Komm schon. Jawohl. Und Missionsziel abgeschlossen. So. Intercept them, Reaper Leader. We can't lose those supplies. Received, Control. Also, es geht gleich weiter mit Öltanks, die wir wohl beschützen müssen.
So, das heißt, wir machen hier ein bisschen Warspeed. What the fuck? Au, die kommen uns richtig schön entgegen hier. Da müssen wir echt aufpassen. So, und jetzt kriegen wir hier, glaube ich, gerade ein paar Schuss ab. So, da hinten geht's weiter. Na, komm. Jawohl, den haben wir auch. Boah, der Controller ist hier am Rumruckeln. Was ist denn da los, ey? Ach, du Sackgesicht. Wo bist du? Boah, da schießt die Sau auf mich, oder was? Alter. Boah, ey, kann der mal gerade fliegen, damit wir den abschießen können? He's down. Haha, mit ein bisschen Glück haben wir ihn. So, wir fliegen hier mal kurz ein bisschen raus, damit wir gleich ein bisschen besseren Anfahrtswinkel, Anflugwinkel haben. So. Und jetzt komm schon. Bomber down. Jawohl, da haben wir ihn. Und weiter geht's. Na komm. Jawohl. Und gleich der nächste. Ach, schade. So, jetzt können wir uns ihn aber schön zurechtlegen. Und da ist er auch schon platt. Und weiter geht's. Nein. Die Hauswand war leider ein bisschen im Weg. Da waren wir ein bisschen zu niedrig. Schade, schade. Aber gleich geht's weiter. Ah, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Mann! So, aber es geht weiter. Mund abwischen. Und nochmal. Na, ey, sag mal. Wie weit bist du weg? So, jetzt kommt er hier, glaube ich, ein bisschen näher. Alter, willst du mich verarschen? Jawohl. So, und das war hier die Stelle. Also, der nächste auch gleich. Komm. Jawohl. Und jetzt mal kurz umdrehen. So, das passt doch. Und schnell weiter zum nächsten. Na komm schon. Oh, aufpassen. Das wird nicht leicht. Na, komm. Doch, da haben wir ihn. Sehr gut. Und weiter geht's. Jawohl. Und der nächste gleich. Da haben wir ihn. Und der hat es nicht lang gemacht. Wunderbar. So, da haben wir den nächsten. Komm schon. Na komm. Na komm. Jetzt aber. Jawohl. Und einmal kurz nach hinten. Ah, scheiß Schwerkraft hier. Mann, ey. Wo sind wir? Alles klar. So, da haben wir ihn doch. Stirb. Los, stirb. Na komm. Na komm. Jawohl, jetzt aber, oder?
Sag mal! Junge! Junge! Ach du Scheiße! Was ein Hurensohn! Boah, seh zu, dass du hier mir vor die Knarre fliegst. So, jetzt aber. Zack. So, abgeschlossen. Öltanks haben wir verteidigt. Notfalleinheiten beschützen. Alles klar. Roger, Control. I've got their backs. Also, weiter geht's mit der nächsten Mission. Notfalleinheiten müssen wir jetzt beschützen, das heißt, wieder ordentlich Flugzeuge vom Himmel holen. Na komm. Ach komm. Junge. Flieg doch nicht so scheiße hier. Sag mal, will der mich verarschen? Seh zu, dass du mir hier... Ey. Komm. Na. Jetzt aber, komm. Oh, war das der falsche? Aber der hier jetzt, sehr gut. Und jetzt nehmen wir uns den da hinten auch. Oh, ich glaube, der kommt uns ein bisschen entgegen. Zack. Weg ist er. Und der nächste. Und das war's mit dir. Und alle in einer Linie hier, oder was? Das ist ja mehr als praktisch. Oh, aufpassen. Das ist uns der. Sehr gut. Also, den haben wir auch. Und dann einmal kurz umdrehen. Ja, wir kommen ja schon. So, komm schon. Na komm. Oh, ich glaube, der kommt uns ein bisschen entgegen. Stirb! Stirb! Komm! Ach, ach, das ist doch ein Witz! Ach, Mann, ey. Sieh zu, dass du hierher kommst. Jawohl, so ist doch fein. So ist brav. So ist brav. Zack, weg ist er. Und er hier auch gleich. Ja, fliegt brav in den Schuss. Komm. Ach, leck mich. Also, wir haben nicht mehr viel Zeit hier. Wo ist er? 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 Da ist er. Ach. So, jetzt aber. Weg mit dir, Mann. Komm. Blutrausch. Ja, was und wie wir in einem Blutrausch sind. Und gleich den nächsten. Jawohl. Und Missionsziel abgeschlossen. Torpedobomber. Ja gut, ab da. Holen wir uns die. Also, ich habe da echt Spaß an dem Spiel. Ist wirklich nicht so schlecht. Also die Grafik, klar, da gibt es deutlich Besseres. Aber so vom Prinzip her ist es eigentlich ganz lustig gemacht. Habe ich mir schon immer mal sowas wollte ich schon immer mal nachmachen. Gerade wenn man hier auch Pearl Harbor guckt, das sieht doch schon sehr actionreich aus. Und so ist es doch eine recht gute Umsetzung. So, und ab zu dem anderen hier. Nein! Ach, so ein Mist. Den haben wir nicht erwischt. Aber jetzt... Ach, komm, ey. Warum fliegt ihr so dämlich? Na komm, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ach, war ja klar. Torpedo-Bomber down, Control. Wow! Ich glaube, wir sind ein bisschen zu schnell.
Vielleicht sollten wir mal ein bisschen drosseln. Vielleicht kommen wir hinter die. Ja, das könnte klappen. Na komm. Ja, das sieht gut aus. Und kaputt. He's going in. Kaputt. Und auch kaputt. Und der hier noch. Der wehrt sich ganz schön. Der ballert ganz schön in unsere Richtung hier. Aber weg ist er. So, nicht mehr viele. Hier haben wir noch einen. Und da. So. Der kommt uns gut entgegen. Und na komm. Jawohl. Ach, und die fliegen hier wieder so scheiße. Ach, komm. Ach, wollt ihr mich denn verarschen oder was? So ein Witz. Da, da sind sie, endlich. Ja, was? Was? Verloren? Ach, so ein Mist. Da waren wir nicht schnell genug. Ach Mensch, das ist ein bisschen ärgerlich. Na gut. In der nächsten Folge versuchen wir das Ganze nochmal. Ich denke mal, wir brauchen da auch nur die Bomber zum Ende hin. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bei Damage Inc. Pacific Squadron World War II. Also, bis dann.